wenn ich dir irgendwie helfen kann. Was ist los? Du weißt schon, etwas Korrektur lesen soll. Aha. Und damit herzlich willkommen zurück zu Fallout 4, ne? Hier mit Piper. Und wir werden jetzt mal diesen Arschdies da von dieser scheiß Eisenfabrik da in meinen Hintertreten, ne? Das kann ja nicht sein, dass sie so heftig ausgerüstet sind, oder? Okay, ich würde sagen, wir schnappen uns mal unsere Power-Rüstung, schafft es noch ganz. Und gehen dann mal dorthin. Ist die noch ganz? Wenn es das sehen. Für uns gerne bitte. Nice. Let's go. Hoffentlich wirst du deine Roboterkräfte für das Gute einsetzen. Jupp, fertig. So, ich würde sagen, wir gehen dahin. Und dann schauen wir mal, was da abgeht. Wir sind voll aufgetankt. Sehr schön. Wollen wir uns direkt reintippen? Nee. Zu farmen, dann laufen wir hin. Weil reintippen ist, glaube ich, ein bisschen tödlich. Wie wir gemerkt haben. Und dann nehmen wir unsere Sniper. Einen Laser-Sniper. Und dann, jo, hauen wir die alle weg, nach und nach. Das ist der Plan. So. Gut, kann ja nicht sein, dass wir es nicht schaffen. Da. Na komm, lade schneller. Wir können das Radio eigentlich mal anmachen, oder? Ja. Moment, nein, falsche Taste. Warum sitzt der Piper schon auf dem Stuhl? Egal, an damit. So. Piper, los geht's. Wir gehen jetzt dahinter und räumen das Ding aus, in der Folge. So sieht's aus. Gerade ist ein bisschen leise, oder? Irgendwie. Wie machen wir das? Den können wir wegsnipen von hier sogar, theoretisch. Die Minutemen schlagen Wellen im Commonwealth, Leute. Ja. Und das sind gute Nachrichten für uns alle. Laut neuesten Meldungen haben sie die Burg zurückerobert, die der Kurve früher einmal als Festung diente. Wie ich so höre, war es keine leichte Aufgabe, die Burg wieder einzunehmen. Da draußen im Commonwealth oben. Echte Monster. Jetzt, da sie ein Hauptquartier haben, sind die Minutemen sicher in einer guten Position, den Leuten im Commonwealth zu helfen. Läuft bisher nicht so gut. Das hört man doch gerne. Hey, da draußen ist was. Oh, da kommt einiges an, Leute. Der. Ich glaube, der ist tot. Aua, oh oh. Moment. Auf dem Wechsel. Jo. Oh, da. Die. Wo ist der? Oh, der ist doch fast tot. Töte den, Mann, ey. Damit. Passt. Der. Wo? Okay. Wow, ernsthaft? Nicht getroffen? Oh oh. Uiuiuiui. Ich brenne ein bisschen. Wie es aussieht. Na, ich hab da jetzt nochmal gerade nichts. So, weg damit. Na gut. Lief. Suboptimal. Wie immer so. Tue ich doch so aus. Der. Wo. Wie. Was? Ich bin kein Gegner. Mit der Suche gerade. Wo war das? Egal, wir gehen weiter rein. Was soll schon schief gehen, ne? Hier lang, bitte. Level Up ist schon gut. Aber erstmal das Ding jetzt ablaufen.
Hey, da drauf. Mhm. Hey, sie sind hier. Hä? Was? Das war ganz schön böse, oder? Da. Ich treffe den gar nicht. Das ist nicht optimal. Ich treffe den echt nicht. Das ist ungenau. Erbärmlich. Arschloch. Was ist jetzt? Bitte? Dankeschön. Na gut. Was machen wir jetzt? Müssen wir vorne rein, ne? Scheiße, ein bisschen aufs Looten, oder? Wobei, andererseits, wir haben da vorhin so viele getötet. Ich gehe noch. Wird aber wohl noch was sein. Scheiße. Man kann erzählen, was nicht ist. So, laufen wir mal hier lang. So, was hast du dabei? Patronen, Brennstoff ist sehr gut. Den Bergbau hin brauchen wir nicht. Ich weiß gar nicht, wo die ganzen Leichen rumliegen. Da ist noch einer. Der hat schon gelootet, oder? Oh nein, das nicht. Mit ihren Flammenwerfern, ey, nee. Da ist auch noch einer. Wenn wir nicht schon können, wir doch was von denen haben. Nehmen wir mal mit. Keine Schaden. So, wir gehen jetzt mal da rein. Okay. Ja, der hat gut Schaden gemacht. Die Lasersniper. Besser. So, irgendwer in der Nähe, das kommt jetzt, bitte. Das wäre sehr schön. Aber ich glaube, die sind alle tot. Dann speichern wir mal. Wow. Nice. Nur weil er mich noch nicht gesehen hat. Gegner? Moment, was? Ich hätte gerne was zu trinken, bitte. Dankeschön. Nice. Tut ein bisschen leid, aber ja, wenn er einfach nur rumsteht, der ist tot. Na, vielleicht hätte er auch bei dem kaufen können. Aber der Typ, den wir retten soll, ist eh drin. Ist in deinen Händen eh besser aufgehoben. Ja, auf jeden Fall, Papa. Das stimmt halt. Können wir die Waffe da reinwerfen? Ne, kann man nicht. Okay. Ja, dann gehen wir mal rein, würde ich sagen, oder? Wir können mal gucken, ob wir außen irgendwo noch hochkommen. Genau, was schön ist. Oh, ich glaube nicht. Naja, schauen wir mal. Nee, nee, hier ist nichts. Okay, wir gehen rein. Waffe in die Hand. Nachladen? Ist nachladen, okay. Bin ich mal gespannt. Terminal. Nice. Willkommen. Scheinwerfersteuerung. Ja, Licht ausschalten, bitte. Dankeschön. Freut mich. Ja, mit. Brauchen wir nicht. Das können wir mitnehmen. Brauchen wir auch nicht. Gut. Piper? Wie geht's dir eigentlich? Sag einfach Bescheid. Du siehst aus, als könntest du einen Muntermacher gebrauchen. Danke, aber ich wollte eigentlich... Was meinst du? Wenn es hier eine Story gibt, werden wir sie finden. Genau. Okay. Dann machen wir das so. Ist zwischen uns alles in Ordnung? Ganz ehrlich, ich wäre im Moment nirgendwo lieber als an deiner Seite. Finde ich gut. Ja, lass mal bitte wieder gehen. Dankeschön. Und dann speichern wir noch einmal. Und ja, dann gehen wir da rein. Let's go. Bin ich gespannt. Okay. Ich glaube, es ist überrascht gewesen, dass das so gigantisch hier drin ist. Ja. Snappen wir die weg? Ich glaube schon. Wir sind hier nicht allein. Da ist wer. Sieht nicht freundlich aus. Arschig. Hoffentlich hast du dein Testament gemacht. Hab ich. Nicht. Ach, nö.
Noch kein Spieler rein jetzt hier. Moment, nachladen. So. Ja, das geht so, ne? Wer denn? Wo denn? Keine Gegner mehr hier, oder? Bin mal gespannt, wo der ist. Hoffentlich haben wir den nicht getötet. Deswegen habe ich auch gespeichert. Ja, Molotov haben die genug. Die werden in Eisenbahn hergestellt normalerweise. Was? Wo? Wer? Ja, wie? Was? Ich will weiterlaufen, Papa. Kann nicht schaden. Ich möchte nicht höher. Erstmal drum rumlaufen und unten dann gleich gucken. Wenn ich drum rumlaufe, kriege ich nicht so viel. Okay. Wir gehen jetzt hier runter. Und schauen mal, ob wir irgendwas finden. Ich meine, hier sind meistens irgendwas versteckt, ne? Also. Ist hier wohl auch irgendwas zu looten geben. Hier zum Beispiel. Zange, Klebeband, verstellbare Schraubenschlüssel. Alle, die ich unbedingt brauche. Nicht. Naja. Ansonsten ist es ganz gemütlich unten. Gucken wir es mal so aus. Ja, lass hochgehen. Wir gehen hoch. Hier ist nichts Spannendes. Da, da, da. Willkommen zu Hause. Welcome home. Oder so eine Art. Na, na, na. Ein bisschen looten geht's immer gut. Machen wir gleich, oder? Würde ich sagen. Machen wir jetzt. So gut geschützt. Na, scheiße. Warum? Das wird die Tür irgendwie anders öffnen. Ernsthaft? Na gut. Naja, damit. Mit dem Licht hier ist ja gar nichts. Gut. Warte jetzt. Ups. Oh oh. Aufpassen wegen denen da. Hab jetzt keinen Bock drauf. Naja, cool ist was anderes, aber leise laufen. Nehmen wir alles mal mit. Ich meine, wir haben eine Power-Rüstung. Okay. Nicht so nah, nein, Papa. Psst, da drüben. Was gibt's denn zu tun? Boah, sei ruhig. Mach keinen Scheiß. Oh, der ist auch tot. Ja, nur ein Geräusch. Ja, tritt bitte nicht. Oh, tritt durch und tötet euch gegenseitig. Da kann man nicht rein, hätten auch nicht ganz gut, ne? Die Tür ist ja zu. Mal schnell gucken. Nicht, dass die Tür trotzdem aufgeht, aber ich denke nicht. Terminal. Da geht auch noch hoch. Nee, 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 wir gehen mal hier weiter. Da geht's auch hoch. Okay. Sind wir ganz oben hier im Gebäude. Wir krachen jetzt zusammen. Hier oben die, der Boden, sehr, sehr schön. Ja, da geht's rüber. Will ich aber noch gar nicht. Und die ging es auch. Okay. Ja, gehen wir mal da lang und wahrscheinlich kommen wir dann hier oben rüber dahin, wo wir hin wollen. Drücken wir uns mal so aus. Ich kann nicht runterfallen. Ja, sehr ungünstig. Sag ich nicht, dass das nicht hält? Scheiße. Na, 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 na. Alles mal mitnehmen hier auf dem Chat. Ja. Hallo Leute, hier ist Travis, Lonely Miles, mit Nachrichten, die man nicht jeden Tag hört. Mhm. Angeblich wurde vor kurzem eine Gruppe Soldaten der stählernen Bruderschaft im Commonwealth gesichtet. Im Polizeirevier ist es wohl echt haarig geworden. Wie haarig? Was war das? Aber angesichts der Bewaffnung, die die Jungs hochstellen, ich bleib bei dem, sollen die Idiotiken gehen oben rum. Hey, wer ist da? Niemand. Papa, geh weiter. Jetzt ist bei Ihnen alles in Ordnung. Dank und da bist du ja. Ach, ich schieß runter. Fangt nichts an, was ihr nicht zu Ende bringen könnt. Geht auch, Papa. Oder brennt schon. War mir irgendwie klar. Gehen wir hier runter oder gehen wir hier nicht runter? Ich glaube, wir gehen hier runter. Piper, leg dir bitte weiter ab. Cool. Hey, Piper, du sollst dich ablenken. Was versteht ihr unter ablenken müssen? Shoote doch nur! Lass mich in Ruhe! Heute hast du dich mit den falschen Leuten angelegt. Okay. Soll der herkommen? Ich glaube, wir gehen mal kurz hier raus. Ich hab jetzt letzte Probleme gehabt, Alter.
Den haben wir uns nachladen, der auch war. Ja, schön. Einmal looten. Nice. Oh, da ist was Gutes dabei gewesen. So. Schießen dann noch. Hier unten. Auf Papa zu schießen. Mann, ey. Echt mal. Was will ich, wenn ich reinhüpfe? Nein, doch nicht. Oder? Nee. Ach, Pepper, du hast echt viel ausgeschaltet. Du bist sehr, sehr gut. Gefällt mir. Nice. Hast du gut gemacht. Lob an dich. Wo sind die jetzt? Ich will die ja natürlich optional nach Hause bringen. Oh, 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 geil. Munition. Ich freue mich, Keks. Kaputt, ernsthaft. Na gut. Oh, schreck mich nicht. Na gut, mehr geht's hier unten nicht. Piper? Hey, schieß los. Geh dorthin. Ja. Schade. Wollte ich nicht machen. Ja, die haben echt, was hat die gesagt? Keine Ahnung. Beschützung oder was? Keine Ahnung. Waren wir hier schon drin gewesen? Hier ist der andere Dingens. So, aufmachen. Türsteuerung. Öffnen. Kommen wir denn wieder raus? Will ich aber gar nicht. Dankeschön. Ja, wir kommen wieder raus. Will ich aber noch nicht. Ich hoffe, wir haben ihn nicht getötet. Auch schon bessere Zeiten erlebt, was? Na. So, nein, lass das. Gut. Gibt's hier noch irgendwas Schönes, was man mitnehmen könnte? Nee, egal. Wo war ich noch komplett? Jetzt kann ich sagen, dass wir eigentlich getötet haben, oder? Nie im Leben. Schatz. Sind echt alle getötet? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Tut mir fast ein bisschen leid. Da geht's vorne, geht's weiter. Guck mal. Vielleicht ist da. Vielleicht haben wir nicht alle gekillt. Nee, haben wir nicht. Ja, der Typ lebt noch. Gucken wir mal, ob wir den überreden können. Bin ich jetzt aber sehr gespannt. Da gibt es ein Exit. Wir speichern natürlich wieder. Und schauen nochmal, ne? Piper, kommst du? Da bist du ja. Ja, schauen wir mal, oder? Ob wir das machen können. Oh oh. Na gut. Gehst du da raus oder gehst du da rein? Ich weiß, das ist nicht, dass wir wieder draußen kommen. Wenn sie versucht abzuhauen, töte sie. Du musst ziemlich stark sein, wenn du es hierher geschafft hast. Ja. Puh, wer bist du denn überhaupt? Ich bin Slag. Und wir sind die Geschmiedeten. Ich will Schwert haben. Und du bist jemand mit Mumm. Das gefällt mir. Siehst du, Jake? Hier ist jemand, der meine Zeit wirklich wert sein könnte. Nicht wie du. Sie aber werden mich töten. Ich hab dir alles gebracht, was du wolltest. Ah. Dinge von deiner Familie zu stehlen, beweist nicht deine Stärke, Junge. Allerdings könntest du mit diesem wunderbaren Schwert, das du mir gebracht hast, noch eine letzte Chance erhalten. Töte den Gefangenen und zeig mir, dass du doch zu was Nütze bist. Nein. Du hast gesagt, wir würden Überfälle außerhalb des Commonwealths durchführen. Die Leute sind keine Gefahr für uns. Zeig mir, dass du töten kannst. Entweder du oder er. Oh Gott, was soll ich tun? Bitte, lass was mich ist gehen. Mit deiner Familie? Was wirst du tun, Jake? Würde Abraham wollen, dass du das tust? Ich dachte, er hasst mich. Hat er dich geschickt, um mich zu finden? Ja, er ist stur, aber er wollte, dass ich dich zurückbringe. Du hast recht. Ich will nicht zu den Geschmiedeten. Ich will nur nach Hause. Wir haben wohl nicht das Glück, dass er einfach in eins von diesen Dingern fällt, oder? Wenn du ihn nicht tötest, bevor ich bis 13, ist es vorbei. Eins. Hilfe! Zwei. Hallo. Was? Drei. Was zum... Probleme. Oh.
ist er. Fuck. Wir müssen laden. Jake ist gestorben. Jake ist gestorben. Das ist ein Fehler. Ja, Leute, das passiert, ne? Aber was soll man machen? Was abgeht. Wenn sie versucht abzuhauen. Naja, kennen wir alles. Du musst sie. Ich bin. Siehst du, Jake? Ja, komm, mach hin. Zeig mir das. Was ist. Bitte, lass mich gehen. Ich dachte, er hasst mich. Hat er dich geschickt, um mich zu finden? Hallo? Mich verarschen jetzt? So, ja. Ja, er ist stur, aber er wollte, dass ich dich zurückbringe. Nein. Was? Ich sollte nie wieder nach Hause kommen. Oh, Scheiße. Du lügst. Hab ich es getan? Oh Gott. Och Mann, das hat doch funktioniert gehabt. Das hat funktioniert gehabt. Menno. Leute, das ist doch unfair. Hilfe! Ja, komm. Das ist top Mann hören, ne? Abzuhauen. Töte sie. Oh, von Namen. Wer bist du? Sie werden mich töten. Wir machen es genauso. Komm, wir spammen ein bisschen, Leute. Gib mir mal eine Antwortmöglichkeit. Was soll ich tun? Was ist mit deinem. Kennen wir alles. Mach hin. Bitte, lass mich gehen. Was wirst du tun, Jake? Ja, tut er. Er ist stur, aber er wollte, dass ich dich zurückbringe. Du hast recht. Ich will nicht zu den Geschmiedeten. Stopp. Speichern. So. Bin nur nach Hause. Wir haben wohl nicht letzte das Glück, dass er einfach in eins von diesen Dingen fällt. So. Wenn du mich tötest, bevor ich bis 3 zähle. Soll ich früher schießen? Ist es vorbei? Komm, wir spielen mal normal. Hilfe! Oh, Cliff, laufen wir. 3! Du kannst mal Leben nehmen. Nehmen wir. Was soll das? Na, was doch warten. Nein, nein, lass das. Nach wann? Schalte so, gerade so was auch mit dem. Du musst doch auf keinen Fall kaputt gehen. Ich einfach vor dem stehen, ne? Und Truffhalte. Einmal noch, komm. Oh, geil. Das wollte ich unbedingt haben. 28. Oh, das ist gar nicht so geil. Schade, das ist cooler. Stopp, wir speichern kurz. Oh, ein neuer Spielstand. Sehr schön, Leute. Wer liegt denn da noch? Wenn du es so haben willst. Ja, wo? Ich werde gerade erst warm. Nicht mehr lang. Hättest weglaufen sollen. Ja. Hey. Warte. Tut mir leid, ich hab's vermasselt. Alles gut. Ich war in Panik. Du kurz mal speichern, bitte. Das wäre sehr angenehm. Vielen Dank. Ja, warum eigentlich beigetreten? Was hast du überhaupt bei dem Typen gemacht? Ja, also, ich wollte, ich dachte, wir würden Überfälle außerhalb des Commonwealth durchführen. Und ich könnte für meine Familie sorgen. Ach so. Ich weiß es nicht. Gott, mein Vater hat recht. Ich bin so ein Idiot. Ich sollte wohl versuchen, zu Hause alles ins Reine zu bringen. Ich habe zwar kein Recht, dich darum zu bitten. Aber wenn du mir beim Erklären hilfst, dürfte es mit meinem Vater einfacher laufen. Mhm. Wenn du ihm das Schwert meines Urgroßvaters bringst, wird sich das für dich lohnen. Oh nee. Er versucht immer fair zu sein. Doch, dann müssen wir ich warte an der Überführung in der Nähe der Farm. Oh nee. Ist es das Donnerschwert? Bitte nicht. Nein, ich will es behalten, das ist cool. Moment. Moment, das ist doch nie ein Leben. Doch ist es. Geil.
Alter, geil. Wow. Gefällt mir. Nein, alles gut. Donnermesser, 28 Schaden, 13 Geschwindigkeitswert, oder? 28 Schaden. Die macht 66 und immer mehr. Okay, kann er gerne haben. Nice. Gibt's hier noch irgendwas, was ich. Ja, damit. Aber unsere Rüstung ist fast tot, wie ich sehe. Inventar. Ja, Kleidung. Können wir bitte mal die Rüstung ausziehen? Oh. Ach so. Ja, die Beine sind komplett kaputt. Das ist natürlich doof. Das war mal wieder ein Hit von Betty Hutton. Dann das fällt an. Gehen wir zurück und dann müssen wir die Rüstung reparieren. Hoffentlich geht das. Oh Mann, ey, Leute. Machen wir hier was durch. Die ganzen Idioten. Also, liebe Zuhörer, ihr habt doch sicher alle die letzte Ausgabe der Public Occurrences gelesen. Ach, klar doch. Oder von ihr gehört. Naja, und weiter? Naja, wir sind eben im Ladescreen. Ja, dann gehen wir hier wieder raus. Ein paar echt mutige Behauptungen unserer unerschrockenen Reporterin. Synths, die möglicherweise unerkannt unter uns leben. Ja, ist sehr so. Ernste Anschuldigungen. Die Reporterin war Piper. Hat jetzt recht. Ja. Alles schön gut hier. Bin ich mal gespannt, wie es mit seinem Vater ausgeht. Hoffentlich friedlich. Super, mit einem raketenbetriebener Vorschlagkammer. Das ist schon auch cool. Nicht darunter springen, das wäre nicht so klug, behaupte ich. Das Büro des Bürgermeisters hat den Artikel natürlich in einer offiziellen Stellungnahme dementiert. Okay. Und sagt, dass alles gut ist in Diamond City. Was ist das? Der Bürgermeister betont persönlich, dass die Aussagen im Artikel angesprochen werden. Ich bin erschrocken. Ey, fast tot. Aber mal zwischen uns, liebe Zuhörer. Wow. Ich werde meine Augen offen halten. Nur um sicher zu gehen. Nur hier bei Diamond City Radio. Können wir das eigentlich? Mal Frage. Die Oma von Wynoni Harris. Ist gespeichert jetzt oder nicht? Es mag vielleicht dem Glücksspiel verfallen sein, aber das ist unser aller Gewinn. Hier kommt die Nummer. Ah, schon kaputt. Ja, super. Wow, fast gestorben dadurch gerade. Nice. Ja, er schießt nicht schon wieder. Hey, was macht ihr denn da hinten schon wieder? Oh, bin gebrochen. Hab er gespeichert. Er schießt ja auf wen? Würde mich echt mal interessieren. Was war das? Ich weiß es nicht. Vielleicht macht Sins an. Gehen wir mal kurz gucken. Das ist zwar hart am Arsch, aber. Was? Aggression? Was ist das denn? Was ist das? Da möchte ich auf jeden Fall hin. Was ist das? Wie schnell der ist! Ach, das sind so weiche Viecher. Ich erinnere mich. Wir sind auch bei den Roboter letztens dabei. Feind nutzt Guerilla-Taktik. Nicht hochgehen. Ich kann doch aus den Videos, die danach hochgehen, aus den Ladescreens. Wo ist der hin? War die gerade am Looten? Hier. So. Wer schießt nicht noch auf mich? Gunner, ein Rekrut, ein Idiot also. Guck mal, wir können schon wegsnipen, Typ. Jupp! Wenn ich weit runter, Alter. Wahrscheinlich treffe ich dich doch gar nicht. Idiot. Nein, die Tür ist kaputt, die Rüstung. Ich muss sie ausziehen. Stopp. Ich muss sie ausziehen. Scheiße, die ist komplett kaputt. Das wusste ich nicht. Okay.
Scheiße. Heute hast du dich mit den falschen angelegt. Ein Held. Moin. Na du? Was ist das denn? Wow, ernsthaft? Nice. Komm schon, Blut. Ich nehme dir was ab, bevor du noch zusammen. Ja, mach mir gleich. Fresse da drüben. Echt erbärmlich, da kann er gar nichts. What? Was? Was? Was ist da jetzt passiert? Wow. Wow. GG. Ja. Gut. Ich würde sagen, das war's für die Folge gewesen. Nächste Folge, schauen wir mal, was dann da los war. Wow. Das war jetzt etwas überraschend. Ach cool, ich kann sogar meine Rüstung noch retten, dass sie nicht ganz kaputt geht. Alter, das war ein bisschen mies gerade, muss ich sagen. Was auch immer da passiert ist, das war ein kluger Schuss kurz vor seinem Tod mit dem scheiß Raketenwerfer. Wenn es überhaupt von dem war. Naja. Und ja, dann danke ich fürs Zusehen und tschüss und bis zur nächsten Folge von Fallout 4.